Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind hier in der Toskana in San Gimignano. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Denn hier gibt es die zwei fehlenden Codex-Seiten. Ich habe mal, das muss ich ja zugeben, ein bisschen Vorarbeit geleistet. Ich bin in den Städten rumgegrast und habe dann die Codex-Seiten gesucht und habe sie hier gefunden. Beziehungsweise, ich weiß, dass sie hier sind, wir müssen sie aber noch abholen. Ach Ich gut, ich bin dachte sicher, gerade, die die Tarnung ist nahe Aufnahme läuft an nicht. der Das wäre Oberfläche. sehr peinlich gewesen. Hier dürfte dich nichts interessieren. Doch, interessiert mich sehr. Ich bin ein interessierter Mensch. Oh, mein Status, den muss ich nochmal bearbeiten. Ich drück da auf X, du Schwachmat. Nimm so. Ich bin so schön. Ach, das Gelaber immer. Ach, diese NPCs. Ganz schlimm, diese Menschen. So, jetzt auf zum Herold. Wir könnten die aber auch weglocken, die Wachen. Das wäre zwar einfach und einem Assassinen nicht würdig. Doch schon, aber. Die Blutwurst stürzt uns alle ins Elend. Genau. Erst einmal ein paar Tacken, damit du die Schnauze hältst. Das ist noch ein Aussichtsturm. Ich würde ja gerne, aber ja. Ich weiß nicht. Aber vollständigkeitshalber, ja, sollte das schon drin sein. Wisst ihr was? Ihr seid unfähig, ihr könnt ruhig sterben. Finne. Ja, da habe ich nicht mit einkalkuliert, dass mein Status dann wieder erhöht wird. Ich ergebe mich. Bitte, lasst mich leben. Stirb. So, der Status Ich ist bringe wieder einen weg. Kurs. Donazione. Oh Mama. Ich bin nur zu Ich muss Besuch. hier. Ich Ich weiß muss nicht, was hier Eben vorgeht. sagte jemand: Mama, 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 bist du's? Also wenn ich sage, die NPCs geben manchmal sehr seltsame Sachen von sich, dann meine ich das auch wirklich ernst. Ihr könnt ja klettern, ne? Hoffe ich mal für euch. Er wird sich noch etwas brechen. Naja, zuletzt. Ach, diese scheiß Mauern. Wo laufe ich denn hin oder wo springe ich denn hin? Bin schon wieder dran vorbeigelaufen. Der ist wohl vom Affen gebissen worden. Dein Ernst? Wirklich? Jungs. Alter, ihr kommt jetzt echt nicht mit denen klar, oder was? Ach, du musst eben der Assassine wieder nachhelfen. Hab ja sonst nichts zu tun. Außer die Welt zu retten. Aber das kann ja warten. Ich meine, die Welt, die wartet ja gerne. So, ein bisschen Ketter. Worum es auch geht, Mann. Lass mich bitte aus dem Spiel. Rüstungen wie für einen Kaiser. Und dann stell dich nie mit dem Rücken zu mir, mein Freund. Sondern ihr kommt jetzt mal mit und weh. Ihr fängt schon wieder Balaber mit irgendwem an. Dann gibt's aber Schläge. So richtig eins aufs Maul. Ach, jetzt kommt doch mal. Mann. Ich bin jetzt sehr verwirrt, weil das die Codex-Seite, die ist auch nicht auf der anderen Seite. Oder habe ich mich nur verguckt? Noch
Ach nee, ich habe mich nur verguckt. Oh. Hau ab, du Hund! Hast du die Hinrichtungen verpasst? Schade. Sie vermitteln eine Botschaft. Und zwar keine, die du gerne aus erster Hand erfahren willst. Ja, halt doch die Schnauze jetzt. Halt! Halt, hier ist Stronzi! Der läuft so ganz lässig nach hinten. Hey, das ist ihr kleiner Halunken! La 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 la, ich spazier hier mal rein. Ja, dann hätten wir sie. Mein Geld! So kommt ihr mir nicht davon! Freunde, schaut welchen Unterschied. Halt! Halt, ihr Mistkerle! Die lasse ich mal ihren Spaß haben. Ja, dann gehen wir zurück nach Monteriggioni. In der Aussichtsturm. Ach komm. Mein. Hier kommen wir eh nie mehr wieder hin. Sei denn, der Turm, der ist hier irgendwo in der Nähe und ich sehe ihn da oben. Da ist eine Feder. Okay, dann sieht die Sache ganz anders aus. Wir haben eh noch lange Zeit. Ich denke, zur nächsten Mission kommen wir eh erst in der nächsten Folge. Ah, ich will hier hoch. Hallo, ich will da hinten zu der Feder. Warum kann ich nicht zu der Feder? Ist schon wieder runter. Geht auch nicht. Toll. Das muss ja gehen. Ja, es geht. So, die Feder haben wir dann mal. Haben wir auch den letzten oder den einzigen Aussichtspunkt hier. Oh, das war er ja gar nicht. Ich erlaube euch, mich auszulachen. Aber wisst ihr was? Das ist mir jetzt echt zu blöd. Nee, das lasse ich mal. Gehen zurück nach Monteriggioni und machen dann das mit der Codex-Seite. Das ist jetzt erstmal ein bisschen wichtiger. Wie gesagt, die Welt müssen wir retten und die sagt ja, die kann warten, aber es wäre ein bisschen unhöflich. Ich bräuchte ein Pferd, damit das ein bisschen schneller geht. Aber selbst jetzt wird sich ein Pferd nicht mehr lohnen. Moment, das verwirrt mich gerade. Das wird jetzt markiert. Nee, das Pferd wird sich echt nicht mehr lohnen. Wenn das jetzt so 300, 400 Meter wären, okay. Aber nicht das. Ich will kein weißes Pferd. Ich will ein schwarzes. Obwohl, das ist ja nicht ganz weiß, okay. Dann gebe ich ihm mal eine Chance oder ihr. Ich möchte aber ein schwarzes Pferd! Ein Eifert. Okay, der war schlecht. Es tut mir leid. Es tut mir aufrichtig leid. Viele, viel zu dumme Sprüche in dieser Folge. Ich sollte es einfach aufgeben. Ja, das lohnt sich aber jetzt. Monteriggioni, ich komme. Nicht an der Laterne feststecken bleiben. Weil das Pferd ja nicht in die Mauern rein kann. Weil das Pferde komischerweise nicht können. In Städten können die nicht reiten. Das geht nicht. Oder da können die nicht laufen. Reiten geht man ja als Reiter. Oh, ich hör wirklich auf.
Ist nervig, wenn man den Kopfhörer aufhat und dann fängt es einem an, am Kopf zu jucken und man kann gerade nicht kratzen. Ah! Nein, wir gehen mal nicht zu Leonardo. Wie ist da alles stehen? Mario. Scheinbar musst du noch all deine Kodexseiten entschlüsseln, Neffe. Besuch Leonardo und lass ihn etwas Licht ins Dunkel bringen. Erst dann können wir anfangen. Ah, muss ich doch zu ihm. Jetzt kommt's wieder. Leonardo! Leonardo! Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Kann man das überspringen? Nein, geht nicht. Ja, wir tauschen einfach diese beiden Zeilen und schieben sie nach links. Fertig. Ah, fertig. Das Schloss der Mensch der Welt. So, auch wir haben drauf geguckt. Auch dann machen wir das und so, ne? Fertig. So, jetzt aber. Ezio! Es ist Zeit, Onkel. Beenden wir, was ihr und mein Vater vor langer Zeit begonnen habt. Nun gut. Vielleicht finden wir endlich den Sinn dieser Prophezeiung und durchkreuzen, was auch immer der Spanier plant. Wir sollten zunächst die Gruft finden. Die Kodexseiten werden uns dorthin führen. Schauen wir nach. Die Gruft. Das X markiert den Ort. Die Kodexseiten entschlüsseln, um den Eingang zur Gruft zu finden. Ups, alles dran. Und der Johnny hat schon wieder einen größeren Wert bekommen. Ja, das wird jetzt, naja, was heißt knifflig? Knifflig ist, Knifflig kann man jetzt nicht sagen. Eigentlich ziemlich leicht. Ich muss aber sagen, beim ersten Mal, als ich das gespielt habe, da hatte ich, glaube ich, einen kleinen, Spielfehler, weil das Teil nicht mehr reagiert hat. Das war ziemlich nervig. Musste ich nochmal starten und dann ging es plötzlich. Ich hoffe, dass mir das hier jetzt erspart bleibt. Erstmal die Ränder, wie beim Puzzle. Bäh. So, das haben wir schon mal und... Nö, das ist ein bisschen falsch. Seht ihr schon, was dabei rauskommt? Es ist die Weltkarte. Ja, logisch, ich meine, die müssen ja wissen, wo die Gruft, wo die ist. Ja, das sieht man aber nicht immer so berauschend gut. Irgendetwas ist hier gerade falsch. Nee, das ist erst recht falsch. Ja, das sieht irgendwas komisch aus. Nee, das ist schon richtig, glaube ich. Sehr seltsam. Warte mal, Südamerika, Nordamerika, Afrika, Europa. Ah, verdammt, das sehe ich von hier nicht. Aber ich kann mich nicht vom Mikro wegbewegen. Och Mann. Irgendwo ist hier der Knick in der Optik. Nee, die Ränder sind ja nicht falsch.
Ach, das fällt mir ja jetzt erst auf. Das sind die Assassinen-Symbole. Cool. Alter, Spiel, willst du mich jetzt echt verarschen? Das stimmt doch alles. Oh. Ja, das wäre ein bisschen komisch, weil das Assassinen-Symbol, das ist ja mitten im Meer und das auch, oder? Ganz seltsam. Ja, Assassinen-Bruderschaft im Meer. Es sind bestimmt so Meerjungfrauen-Assassinen-Männer-Dinger. Alter, was ist denn hier falsch? Ich versteh's nicht. Das ist auf jeden Fall falsch. Hier bei Australien ist doch ein Knick in der Optik. Es kann nur hier an den Inneren liegen, an den 12. Ah, geht doch. Ist eine Karte der gesamten Welt. Aber sie zeigt Länder, die es gar nicht gibt. Scheinbar gibt es sie doch. Wahrscheinlich müssen sie noch entdeckt werden oder wiederentdeckt. Wie ist das möglich? Vielleicht finden wir die Antwort in der Gruft. Könnt ihr sehen, wo sie ist? Nein. Unmöglich. Die Gruft. Sie ist anscheinend in Rom und der Spanier. Darum wurde er also Papst. Jetzt verstehe ich. Er hat nicht nur den Zugang zu der Gruft erhalten, sondern auch zum Stab. Welcher Stab? Der Kodex sprach immer von zwei Schlüsseln. Zwei Edensplitter, um die Gruft zu öffnen. Einer ist der Apfel. Und der andere, der Stab. Der Kreuzstab des Papstes ist der zweite Edensplitter. Seit Jahren, nein, Jahrzehnten, suchen wir diese Antworten. Und nun endlich haben wir sie. Aber der Spanier vielleicht auch. Und wenn... Wenn er den Weg in die Gruft findet, was er dort finden wird, macht den Apfel zu einem Spielzeug. Ich muss nach Rom und die Gruft finden. Und was macht der Rest? Wir tun, was wir am besten können. Unruhe in der Stadt schüren, damit ihr frei seid, eure Suche zu beginnen. Genau. Lass mich einfach wissen, wenn du soweit bist, Neffe. Das ist mein Mann. Genau so muss das, muss die ganze Sache angegangen werden. Genau so, nicht anders. Ja, das heißt, wir müssen nach Rom. Aber erst in der nächsten Folge, denn diese neigt sich jetzt dem Ende zu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Ciao!